Oh, da unten sind Skelette. Wo ist unten? Da. Hier ist ein Loch. Da ist ein Loch. Oh, ich brenne. Ja, ich brenne, ich auch. Was machst du? Ich wollte einen Molotow-Cocktail da rein. Ja, ja. Oh, ich habe eine Schatztruhe gefunden. Oh ja. Beim Löschen. Schön. Nö, lass uns ruhig mal die Piraten angreifen, oder? Ja, also bin ich auch voll dafür. Soll ich die einfach mal kaufen hier? Und sollen wir denn diesen, ja, die Botschafterlizenz mal kaufen? Ja, wie viel Gold hast du? 144.000. Ich habe 202. Dann kauf du mal die Botschafterlizenz, damit ich das Schiff dann am schnellsten kaufen kann. Ach da? Und ich kaufe auch dann die drei ja, Sachen. Ich meine, die kosten 80, das ist jetzt nicht die Welt. Nein. Und wahrscheinlich kriegen wir dann da ja auch immer wieder neue. Das denke ich auch. So. Dann müssen wir die dann noch hissen, ne? Die Flagge. Ja. Kann ich sie jetzt vorschlagen? Die Farben. Ah, doch, jetzt hat er sie. Alles gut. Warte, vielleicht ist da auch drin. Ja. Soll ich die anderen auch gleich vorschlagen? Ja, mach mal. Oh. Ja, super Idee. Kann ich nicht. Ich kann nur die eine. Okay. Ah, hier. Okay. Muss erst noch mal herkommen, also. Zum Seelenorden. Ja, ich komm. Das macht natürlich Sinn. Scheiße. Setze die Segel als Botschaft des Seelenordens. Logisch. Oh Mann, ey. Ah, ja, da. Ah, jetzt haben wir auch eine Belohnung bekommen. Botschafterflagge gehisst. Ja, okay. Da hinten am Schiff ist jetzt tatsächlich da, wo ich gedacht habe. Ah, siehst du. Dran. Ja, cool. Und oben haben wir noch unsere Haken, ne? Nee. Das ist auch Botschafter. Doch. Nee, sieht anders aus. Ja, stimmt. Das ist irgendwas anderes. Egal. Ja. Ja, oder was? Ja, komm mal kurz mit runter. Ja, einmal gucken auf dem Tisch. Der andere Tisch ist ja da hinten. Oh. Ja, das geht doch. Genau, wir sind noch ein bisschen weiter unten. Hier um die Insel da, um Cannon Cove, fährt irgendwie so ein kleines Piratenschiff. Die würde ich einfach mal... Das ist ein großes Piratenschiff, würde ich sagen. Nee, ich habe es gerade am Horizont gesehen, das ist klein. Okay. Als erstes Crescent Isle. Ja, das klingt fair. Besten GB. Jo. Ich lichte den Anker. Oh ja, das geht langsamer. Die Segellänge kann man zum Beispiel auch noch. Das kann man aber alles noch von hinten machen, die Segellänge. Das ist ganz. War nur die eine, ne? Ja. Das ist jetzt ein Zweimaster. Ach, hast du schon. Okay. Aber das macht ja nichts, denn so bin ich ja da, um ein bisschen zu laufen. Oh, und man sieht viel schlechter, das habe ich vergessen. Machen wir ein bisschen höher. Ja, oder mach nicht? Ruhig. Ja. So. So ist gut. Das ist perfekt. Da siehst du. Der vordere auch noch ein Stück oder ist gut so? Nö, das ist gut. Das ist echt groß, das Schiff, und das ist erst das zweite. Groß ist denn erst die Galeone, alter Schwede. Die hat richtig eine Kajüte hin und auch. Also ich erinnere mich an die. Die war schon cool. Das hier macht schon irgendwie was her, oder? Ich finde, das sieht schon nach was aus. Ja. Und wenn wir damit gut umgehen können, einigermaßen, dann sollten wir das auch immer benutzen, auch wenn wir nur zu zweit sind. Ja. Einfach, weil es cooler ist. Ja, oder? Ja, ja, das ist sie schon. Soll ich Segel hochnehmen? Ja, mach mal.
Die Segel sind auch größer, es dauert länger, sie hochzunehmen. Ja. Deutlich länger. Oh, ich versuche hier mal vorne rum zu. Ich weiß nicht, ob wir da noch rumkommen. Eventuell müssen wir gleich reparieren. Ich renn schon mal runter. Ich glaube, es passt. Ehrlich? Vielleicht aber auch nicht. Du sagst einfach, wenn ich den Anker schmeißen soll. Ja, mach schon mal dich bereit dafür. Lass ihn schon mal ein bisschen runter. So. Genau. Ich glaube, du musst ein bisschen nach rechts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sonst kann es sein, dass wir auf landen. Auf Grund landen, auf Landgründen. Auf Gründeln quasi. Wir gründeln dann ein wenig. Ja. Wie der Gründler. Darf ich herunterlassen, Gunther? Warte noch ein bisschen. Ich warte. Lassen Sie warten. Ich wartete. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Finde ich auch. Davon also man nicht gleich hätte einen Schädel. Ticken weiter, weil hier ja. Aber guck ja, mal. Genau. Guck mal, das hier sieht aus wie sonst. Oh, ein verdorbener Schädel. Juhu. Bring ihn gleich zurück. Verdorben wie hier. Ja. Wir lagern oben drauf, oder? Ja, zumindest erstmal, oder? So. Oh, guck mal, ich habe irgendwie einen Schädel von 7 gefunden oder so. Ist das das, was wir hier machen müssen? Ich habe überhaupt nicht geguckt auf die Mission. Ne, wir müssen ja einfach nur einen Piraten töten. Aber er hat mir irgendwie was... Guck mal, wenn ich jetzt auf Q drücke, drück mal auf Q. Ja. Jetzt zeigt er dir so einen roten Balken an, siehst du das? Oder hast du den nicht? Und davon haben wir jetzt schon einen. Unten in der Ecke, ne? Ja, da genau, über deinen Lebensbalken. Vielleicht ist das, hat das was mit diesem Botschafter... Das, zu tun. Das kann natürlich sein, dass wir dann jedes Mal, wenn wir das irgendwie hinkriegen, da aufsteigen. Oder? Oh, was, wie siehst du denn aus? Ich habe eine Kiste mit. Guck mal, oh. Wie findest du eigentlich, wie ich aussehe? Du siehst wunderschön aus. Du siehst aus wie so ein Spanisch. Wie er. Er ist Spanisch. Oh, ein Schwein. Ich habe das Schwein getötet. Ja. Ich bin voll. Ich kann kein Schweinefleisch mitnehmen. Oh. Ich habe hier auch eine Kiste mit Obst. Obst. Ja, damit du mal was ordentliches isst. Was? 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 Was hast du gesagt? Nicht Wurst. Wurst hast du gesagt? Nix. Bayerisch selten werden, nee, kann ich auch gar nicht. Nee, das nee. Das artet nur aus und das ist dann ja auch so eine Form von kultureller Aneignung. Ja, und kulturelle Aneignung ist nicht gut. Oh, hier ist ein Sprengfass. Aber mit? Ist es nicht auch eine kulturelle Aneignung, wenn wir uns als Piraten hier ausgeben? Ja. Nehmen wir ein Sprengfässer mit oder nicht? Nee. Nee. Oh, ich brenne. Um Gottes Willen. Nicht? Nein. Nee. Gut. Aber wir müssen hier irgendeinen Piraten. Ja, das habe ich auch irgendwie mitgekriegt, ja. Oh, da unten sind Skelette. Wo ist unten? Da. Hier ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ich brenne. Ja, ich brenne, ich auch. Was machst du? Ich wollte einen Molotow-Cocktail da rein. Ja, ja. Oh, ich habe eine Schatztruhe gefunden. Oh ja. Beim Schön. Löschen. Und ich habe hier, aufmachen? Ich habe eine Kiste im Schweinestall. Oh, da ist relativ viel drin. Ja, dann nehmen wir die gleich mit nach oben. So, wie kann man noch ein Schwein fangen? Muss den Schweinestall einfach nur irgendwo hinstellen, oder wie war das? Hier gibt es ein Fass. Guck mal, wie hell ich bin. Naja, wie so eine LED-Leuchte, sag ich ja. Ja, aber wie so eine billige China-Lampe, ne? Die irgendwie völlig... Vielleicht. Da hinten brennt noch ein Skelett, das geht auch noch gut. Oh. Oh, da ist Munitionbeutel, den brauche ich. So, das war's schon hier? Ah. Oh, oh. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, oh. Ich brenne. Ah, ich bin tot. Und ich brenne. Ah. Und auch gleich tot. Ich habe meine Seele dem Fährmann. Und da ist noch einer hier. Moment.
Hör auf, Bananen zu essen, du blödes Ding. Oh, da sind immer noch so viele. Habe ich noch eine Brandbombe? Ob nicht. Oh. Weil die sich halt so eine gute Idee herausgestellt haben. Ja, doch. Damit umgehen könnte ja, aber ich kann es ja nicht. Hat er schon wieder weggespawnt? Die nächste Welle ist gekommen. Da ist er. Oh, oh. Gleich zwei. Ja, sehr schön. Das ging ja einfacher als erwartet. Aber es waren gleich zwei auf einmal. Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass wir diesen einen, wenn wir den abgeschlossen haben, und den anderen starten, dass es heißt, oh, den hast du auch schon getötet. Würdiger Botschafter des Seelen des Ordens, Grad 1. Okay. Lag da noch irgendwas, was wir holen mussten? Kein Schatz oder so, müssen wir gleich mal gucken, ob er uns noch irgendwas sagt, was wir noch machen sollen. Nee, die Quest ist weg. Verschwunden, okay. Dieses Schiff ist dunkel wie ein Krakenarsch. So, das Verabschiedungslied. Liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Gerne ein paar Spielekommentare. Und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. Wir genießen jetzt noch das lodernde Abo. Abo. Wir genießen jetzt noch... Man da was? Ja, Erfahrung. Und man vergisst nie wieder ein Video von uns. Wenn man wird erinnert. Das ist gut. Nicht wahr? Das würde ich ja sofort machen. Oh mein Gott. Wir genießen noch... Oh mein Gott, Klaus. Wir genießen noch ein kleines bisschen unser knisterndes Feuerchen hier. War ein bisschen teuer vielleicht, aber